Dann sehe ich dich. Ja. Und ich zeige dich. Ja, Ladies und Gentlemen, wir sind unterwegs in der Holzstraße 21 und da riecht es immer so lecker. Was gibt es gleich? Abendessen. Abendessen. Und wie heißt dieser junge Reporter, der uns das heute zeigt? Wie heißt du? Lukas. Na, richtig, so heißt du? Wie ruft man dich? Dein Name? Lukas. Ganz laut. Lukas. Ich heiße Lukas. Oh ja, ich heiße Lukas, richtig. Und der Lukas ist wie viele Jahre? Fünf. Warte, zeig nochmal. Fünf. Ja, perfekt. Ich bin Hausfrau. Ja, du musst jetzt dahin halten. Was machst du gerade? Was machst du gerade? Ja, Hausfrau, sehr ja. Schön. Das ist Reporter. Sehr schön, Reporter. So, und jetzt nächste Frage. Nächste Frage. Was machst du? Ich koche gerade. Was kochst du? Eierbraten. Warte. Ei. Was da? Hallo. Was es gibt, zeigen wir Ihnen. Ne? Richtig? Weißt du, was sie macht da, was sie kocht? Weißt du nicht. Was kochst du denn? Was ist das? Ja. Golgolade. Auf Vietnamesisch. Richtig? Golgolade auf Vietnamesisch. Wir danken schön. Wir trinken jetzt Bier, essen ein Ei. Und okay. So. Ich habe gelernt, man esse mit Stäbchen. Lecker. Gesund. Danke. Cũng may có cô Ly đó chăm sóc cho mẹ. Nha. Ủa, mẹ có biết hoàn cảnh của cô ấy không? Cô Ly là một người nổi tiếng, có gia đình, chồng và con. Essen. Sau khi sinh con xong, thì cũng bỏ chồng con. Der ist Müllerreis. Ja, deutsches Produkt. Und wir essen selbst gekocht. Vietnamesische Familie. Guten Appetit. Danke. Und Ihnen wünschen wir zu Hause noch einen schönen Abend. Soll ich mal das nehmen, bitte?